Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode, der Pilot-Episode einer neuen Serienidee. Warum Serienidee? Ganz einfach, ihr dürft entscheiden, beziehungsweise sollt entscheiden, ob ihr Bock habt, diese Serie weiter zu sehen. Die wird nicht so frequenziell häufig kommen wie andere Serien, soll im Prinzip die Legendary ersetzen, aber ich habe ja im Pack-Opening gefragt, ob ihr eventuell noch andere Ideen habt, beziehungsweise Serienideen habt, und das wird natürlich ebenfalls bei meiner weiteren Ausführung von Serien und Videos berücksichtigt werden. Ich werde euch gleich erstmal erklären, worum es geht, sage im Voraus schon mal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir eventuell noch Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen, ist die beste Unterstützung. Ihr wisst Bescheid. Und ihr könnt natürlich auch gerne die Videobeschreibung auschecken. Da sind Links zu Randrun und natürlich auch zu den Social Network und Social Media Seiten, wo ihr vorbeischauen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Es geht in dieser Serie, wie ihr bereits im Titel lesen könnt, um Division 1 Challenges. Ich spiele, wie ihr eventuell wisst, in Liga 1 in FIFA 16 Ultimate Team und würde dementsprechend ganz gerne was in dieser Liga machen. Ich weiß teilweise, dass ihr beispielsweise bei FIFA sehr darauf steht, auf Skill in der ersten Liga und so weiter und so fort. Ich habe den Plan, das Ganze mit Challenges zu machen. Und zwar werde ich heute beispielsweise eine Pack-Challenge machen in der ersten Liga. Es wird eine Bronze-Challenge geben, eine BSG-Challenge, eine Silber-Challenge. Das sind die Videos, die als nächstes kommen. Und danach kann man noch Challenges machen, die man in der ersten Liga ausführen kann. Die Pack-Challenge wird heute so laufen. Ich öffne 11 7,5K-Packs und muss jeweils den besten Spieler aus diesem Pack nehmen, beziehungsweise den aufploppenden Spieler aus diesem Pack nehmen. Abgesehen davon, wenn es ein Inform ist und nicht aufploppt, dann darf ich den Inform nehmen. Sonst immer den Spieler, der aufblitzt, den muss ich ins Team reintun und dann gucken wir am Ende mal, wie wir damit in der ersten Liga bestehen können. Ich denke mal, das ist an sich ganz interessant. Ich werde jeweils zwei Spiele pro Episode machen, beziehungsweise ein Spiel heute, glaube ich. Je nachdem, wie es laufen wird, weil das Team zusammenzubasteln ja noch ein bisschen dauert. Aber ich denke, an sich ist das ganz cool, weil das an sich eine Herausforderung auf jeden Fall ist und solche Challenges sind, denke ich mal, eigentlich immer ganz nice. Wir gehen direkt mal in den Shop. Momentan gibt es die Team of the Week, beziehungsweise das Team of the Week 13 mit Benzema und Thiago Silva und natürlich nicht zu vergessen, dass Champions die Gruppenphase Team auf der Gruppenphase. Genau, das gibt's auch noch und dementsprechend haben wir hohe Chancen, was zu ziehen, ob das Ganze klappen wird. Ich bin gespannt, wir öffnen das erste Pack und es wird direkt mal darüber entscheiden, was unser Glück für diese Episode, für diese Challenge, die erste auf dem Kanal quasi, hergibt. Kurtic, einen 76er, zentral defensiv Mittelfeldspieler. Ich hätte ja lieber Hete mal gehabt, wobei der ist nicht so schnell. Von daher Kurtic eventuell gar nicht so schlecht. Letztes Jahr, glaube ich, noch bei Sassuolo gespielt und Silber gewesen. Dieses Jahr sieht er an sich nicht schlecht aus. Wir packen ihn direkt mal in meine aktive Mannschaft und zwar ins Tor zunächst. Aber wir machen das Ganze erst später mit der Chemie. Ich hoffe überhaupt, dass ich auf irgendeine Chemie komme. Das wäre zumindest schon mal ganz schön. Den Rest speichern wir im Verein, stoßen noch Chai ab und kommen dann direkt zum zweiten Back. Antoine Griezmann auf dem Cover. Mal sehen, wen wir dieses Mal ziehen werden. Wieder kein seltener Spieler, sondern Ermin Bicakcic von der TSG 1899. Hoffenheim, wieder wird nicht der seltene Spieler angezeigt, was natürlich traurig ist, aber so nehmen wir den Bosnier mit in unser Team, müssen ihn nur reinpacken. Das dürfen wir natürlich jetzt nicht vergessen, damit wir nicht vergessen, welche Spieler wir denn benutzen werden in unserer Challenge. Aber das ist schon mal an sich ganz gut, weil wir haben auf jeden Fall schon mal einen defensiven Spieler und offensiv können notfallsweise auch Innenverteidiger treffen. Das ist nicht das allergrößte Problem, da ist es schon kritischer, wenn man hinten absolut nicht steht dieses Jahr. FIFA ist zumindest in meinen Augen so, nach meinen Spielerfahrungen, gerade in Liga 1 muss man vernünftig verteidigen, um nicht auseinandergenommen zu werden. Wir kriegen dazu Kamil Glick, einen 82er Spieler. Das ist für mein Glück schon mal ein ziemlich guter Pull, würde ich sagen. Ist an sich natürlich nichts mehr wert, weil ist Pole und ist Innenverteidiger bei Torino. Aber den nehme ich natürlich trotzdem gerne mit. Den muss ich mir jetzt merken, weil den kann ich jetzt natürlich so gerade nicht hinzufügen, weil er Duplikat war. Aber was soll's, wir stoßen Fofana ab und kommen zum vierten Pack. Natürlich auch eine interessante Geschichte an sich, ob wir eventuell einen Inform ziehen, weil Informs sind dieses Jahr wirklich im Vergleich zu den Nicht-Informs improved, was die Stats angeht und was das Spielgefühl angeht. Von daher ist es vielleicht teilweise ganz schön, wenn man mal einen hat. Mavuba ist wiederum nicht so schön, weil das wieder ein Defensiver ist und defensiv sind wir jetzt bisher eigentlich schon ganz gut aufgestellt mit bisher vier defensiveren ausgerichteten Spielern. Das fünfte Pack sollte jetzt langsam was Offensives bieten, aber ob das der Fall sein wird, wird uns David Alaba direkt gleich verraten. Nein, es wird Thierry Clark, Innenverteidiger von Aston Villa. Das heißt, wieder ein Defensiver, wieder alles andere als schön, aber noch bleiben uns 6 Packs, um uns irgendwas in der Offensive zu bekommen, beziehungsweise um irgendwas in der Offensive zu bekommen. Ich würde mich ärgern, wäre es nicht so, beziehungsweise würde es nicht funktionieren. Harry Kane auf dem Cover und immerhin schon mal ein Torwart. Den braucht man noch, das ist äußerst gut. Michael Wurm ist jetzt auch nicht so schlecht, Bisevac noch dazu und Charlie Austin als Duplikat, der ja mittlerweile leider in der zweiten Liga spielt. War bitter von QPR, dass sie ihn nicht verkaufen wollten. Beziehungsweise nur zu utopischen Preisen. Im Endeffekt muss er da bleiben. Und In von Viktor Fischer. Ist ein offensiver Spieler und ist noch ein richtig guter. Gefällt mir außerordentlich. Sehr, sehr schön. Der ist absolut nichts wert natürlich.
aber hat nice Sets an sich. Ich wollte ihn eventuell sowieso ausprobieren, bei dir wohl, aber das hat sie ja mittlerweile erledigt, weil ihr ja teurere Spieler sehen wollt. Aber trotzdem sehr, sehr cool. Finde ich schön, freut mich, weil ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich überhaupt mit Inform ziehe. Aber nehme ich natürlich gerne mit. Arsene Wenger stellen wir, glaube ich, mal auf der Transferliste. Ich glaube, der dürfte sogar für, ein bisschen mehr als Discard-Value gehen. Und dann kommen wir mal zum, ich weiß gar nicht, ich hab vergessen, welches Pack das ist. Harry Kane. Ich habe auch Victor Fischer nur im Verein gespeichert. Wir packen gleich mal. Oh, Jesus Navas. Jetzt geht's in der Offensive los. Sehr, sehr schön. Deulofeu wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber Navas ist natürlich noch mal ein Stückchen besser. Hat auch das bessere Rating. Das gefällt mir doch außerordentlich. So, wir gehen mal kurz auf die Mannschaft und schauen mal da kurz rein, was wir hier jetzt haben. Oh, wir haben nur zwei Spiele abgespeichert überhaupt. Machen wir das nochmal ganz kurz hier. Mekotic hatten wir, ja. Rio Mavuba haben wir da noch gezogen. Mavuba, zack. Dann haben wir Victor Fischer in Form. Den haben wir hier. Auf der rechten Seite haben wir Jesus Navas. Den hatten wir noch als Innenverteidiger. Wir hatten noch Worm auf jeden Fall. Der ist kein Innenverteidiger, aber Torwart. Und Kamil Glick. So, Worm und Glick. Das heißt, wir haben gleich noch vier Packs übrig. Also noch ein bisschen Potenzial. Ein Stürmer wäre noch ganz schön. Wobei wir schon mal zwei gute Flügelspieler haben. Was ja an sich auch nicht schlecht ist. So, dann wollen wir mal. Goldset Lionel Messi vorne drauf. Ich bin gespannt. Und wir bekommen dieses Mal. Ach, es wäre natürlich lustig gewesen, wäre es wieder Jesus Navas gewesen, aber es ist Pedro Leon von Getafe mit 86 Passspiel, was natürlich eine Wucht ist. Packen wir mal auf Rechtsverteidiger, aber sie zumindest mal den Linksverteidiger jetzt erstmal. Ich bin mir relativ sicher, haben wir nicht schon? Haben wir nicht noch wen gezogen? Ich habe mit 5.000 angefangen. Wir sind bei 3.600. Warte mal, Adam Riese müssen es 1.650 sein. Das heißt 1.350. Das heißt noch drei Packs. Nee, zwei Packs. Nur noch zwei Packs. Das heißt, wir haben noch einen Spieler, den ich jetzt vergessen habe. Da muss ich dann nochmal nachgucken, aber in Ordnung. Kriegen wir schon hin. Jetzt ist einmal Antoine Griezmann auf dem vorletzten Set dann dementsprechend schon. Und es wird Fred. Fred kannst du notfallsweise in den Sturm stellen, das ist ganz gut. Mugosa noch dazu und Bastian Oczipka. Mugosa kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kenne nur von 1860 Mulic, den Riesen. Hochhoher Arbeitsrat, der ist 69 groß, aber immerhin ganz dribbelstark, was Schönes. Ibisevic wäre auch nice gewesen als Stürmer, aber so kommen wir zum letzten Pack und das hätte ich ganz gerne mit jemand anderen und zwar mit Lionel Messi. Ich bin gespannt, was er uns bringen wird. Defensiv, ein Außenverteidiger wäre schön oder ein Stürmer, das wäre jetzt ideal und es wird ein Außenverteidiger, es würde Abdul Rahman Baba. Okay, alles klar. Dazu Bergui, Shane Long und ein Freischalten-Vertragsset. Juhu. So ein Footdraft-Token habe ich übrigens noch nicht ein einziges Mal gezogen. Ich würde mich da langsam echt mal drüber freuen, aber ich kriege es wohl einfach nicht. Wir senden den mal eben auf die Transferliste, speichern den Rest im Verein, haben auch Alan Pardew gezogen, das heißt, wir haben uns den Smack My Bitch Up Bonus gleich definitiv dabei. Den packe ich sogar mal als Manager dann gleich rein. Und ich baue eben das Team zusammen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. So sieht das Team im Endeffekt aus. Ich darf natürlich keine Positionswechsel vorstellen, sonst wäre es ja keine richtige Challenge mehr. Wir haben im Tor Worm davor Ciarán Clarke, den hatte ich gerade vergessen. Gamir Glick und Ermin Bicacic, Eisen Ermin, ehemaliger Braunschweiger. Links haben wir dann Abdul Rahman Baba, Kurtic, Mavuba und Pedro Leon im Mittelfeld davor. Jesus Navas mit 6 Chemie, Victor Fischer in Form und Fred. Ja, der ist auf einem Chemiepunkt, das heißt, es wird extrem lustig, mit dem zu spielen. Er wird wahrscheinlich absolut nichts reißen, aber wir haben halt absolut keinen Stürmer gezogen, sondern nur Flügelspieler und dementsprechend könnten wir das theoretisch so machen. Würden wir noch 50 Chemie kommen. Allerdings hätten wir dann, obwohl, ist das nicht vielleicht sogar, ja, Navas ein Chemiepunkt. Dementsprechend nicht so viel besser, aber weiß nicht, Navas ist immerhin schnell, ja, wobei Fred. Wobei, wenn wir es mal 4-4-3 machen, Sekunde. 4-4-3-2 oder 4-4-3-3, weil dann haben wir 2-6er. Und dann haben wir nicht mehr diesen, na doch. So machen wir, 50 Chemie, und dann machen wir so, 52 Chemie. Sind die beiden sogar links zueinander? Ah, guck mal, er hat zwei Chemie. Dann würde ich sagen, machen wir es einfach so. Ja, okay, alles klar, gut, dann würde ich sagen, suche ich mal einen Gegner, wir gehen auch, damit ihr wirklich seht, dass es Liga 1 ist. Da ist es auf Liga 1. Ich bin gespannt, was wir für einen Gegner finden werden und wie, stark ich mich präsentiere. Bis gleich. Vergessen, Alan Pardew reinzumachen. Das hätte natürlich nochmal einen kleinen Chemieboost gegeben, aber so spielen wir ohne Trainer und zwar gegen ein Liga-BVA-Team mit Diego Alves, Mathieu Laporte, Danilo, Philippe Luis, André Gomez, Rakitic, Benyat, Feguli, Konoplyanka und Jackson Martinez. Hätte definitiv besser werden können, beziehungsweise einfacher kommen können, aber vielleicht haben wir ja ein Momentum oder wir werden jetzt richtig auf den Arsch bekommen. Ohne Chemie ist es dieses Jahr extrem schwierig und gerade in Liga 1 wird das alles andere als einfach. Ich glaube, das wird sogar von den drei Challenges die schwerste, oder von den vier Challenges. Aber wir geben unser Bestes. Auf geht's.
Ja, das war natürlich bombenschlecht. Wei, oh wei. Also das Ding musste verteidigen. Das ist beim besten Willen. Da habe ich einfach das. Da hatte ich überhaupt keine Kontrolle. Ich meine, was ist das? Was machen die denn da? Also was macht er vor? Naja. Kleine Chemie halt, ne? Oh, ich habe gar nichts gedrückt. Er fliegt einfach vorbei. Und er tritt daneben. Und Worm hält den zum Glück. Boah. Ich habe gesagt, das wird schwer. Aber so schwer hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh. So, Ball mal aus nach Navas. Die erste, naja, Offensivaktion kann man es noch nicht nennen. Das war nämlich irgendwo klar. In der Mitte stand auch keiner. Das, also, ne. Das kann man wirklich nur auf Chemie schieben. Sorry, aber beim besten Willen, auch wenn das als Abseits war, das. Sieg! Okay, neues Spiel, neues Glück von mir aus. Ich habe schon wieder Pardio vergessen, aber in Ordnung. Wir spielen gegen einen Gegner mit einem scheiße starken Team. Und dazu den grünen City-Trikots, die ich gar nicht kannte. Hart, Winston Reed und Funes Mori in Form. Dann Coleman, Alberto Moreno, Fernandinho, Fernando, Oxley, Chamberlain, Ramsey in Form. Links hat er Miralas und vorne drin Falcao. Brrr. Oh, Navas setzt sich durch. Navas. Oh, das wäre es natürlich jetzt gewesen mit der ersten Chance. Direkt das erste Tor, aber nein. Fred ganz stark. Oh, Fred super stark. Und jetzt Pedro Le... Och, ich hätte eine flache Flanke geschlagen. Mensch. Egal, Freistoß. Kann Leon Freistöße? Das ist jetzt die große Frage. Ja, natürlich kann er die mit 87 passen. Flanke in die Mitte. Wer steht da? Da steht Kurtic. Oh, schade. Das ist halt das Problem bei Chemie. Ne? Er nimmt eben den Ball vom Fuß. Ich wollte gerade sagen, stark gemacht von Fred außen, was natürlich auch stark gemacht war, aber bringt mir nichts. Was denn jetzt? Wofür? Och Mann, nee, ey. Das ist jetzt das ist unfair, weil das wird das 1-0 werden. Ich habe so gut bisher gespielt und dann nicht mal der erste Torschuss, sondern so ein Freistoß aus dem Nichts, ohne Sinn und Verstand. Und den wird er jetzt wahrscheinlich reinmachen mit Aaron Ramsey in Form. Nein, macht er nicht. Trotzdem wäre das extrem unverhältnismäßig gewesen. Wunderbare Bewegung von Pedro Leon. Ist aber nicht schneller als Reed, glaube ich. Ah, nee. Aber gibt einen Freistoß. Sehr schön, habe ich mir gedacht. Wieder eine gute Situation an sich, weil Leon ja flanken kann, wie wir schon gesehen haben. Kurtic wieder in die Mitte und vielleicht macht er da jetzt wieder den Kopfball. Who knows? Wir schlagen ihn rein. Und da ist jemand, aber das war Navas. Und bis Navas zum Kopfball kommt, dauert es ein bisschen. Da geht er vorbei und jetzt aufpassen. Jetzt ist die Frage, was macht er? Er macht nichts Gutes, Gott sei Dank. So, Freunde, Halbzeit. Und auch wenn er jetzt 3 Schüsse und einer aufs Tor steht, ihr habt es ja gesehen, das war ja einmal der Freistoß, dann die Situation direkt danach und jetzt gerade nochmal vor der Halbzeit ein Kopfball nach der Ecke, die ich da verursacht habe, sind wir deutlich überlegen. Wir faulen nicht, wir spielen gut nach vorne. Also meine Jungs, sagen wir es mal so. Was mich überrascht, weil eigentlich habe ich gedacht, dass der deutlich stärker ist, aber der letzte Gegner war deutlich besser. Das heißt, wir haben Chancen, das Ding zu gewinnen. Es muss nur einmal reinfallen.
Schön dabei von Fischer auf Kurtic. Ah, der ist im 16. Also es fehlt immer an den letzten Metern. An sich alles schön gespielt, aber ich komme dann nicht richtig zum Abschluss. Und wenn, dann ja, ist es halt nicht so schön. Das sind Dinger, die ich einfach nicht verstehe. Also in der Hinsicht, keine Ahnung, was die Entwickler da geraucht haben. Und dann geht das Ding auch noch fast rein. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Größte Chance des Spiels bisher. Und die für einen Gegner nach einem Freistoß, der, naja. Nein, 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 nein. Er stand da schlecht und dann ist einmal die Chance da. Ah, dann macht er das Tor. Das ist mega ärgerlich, aber das war irgendwie abzusehen nach dem Freistoß gerade. Da habe ich schon gespürt, das Momentum switcht. Wer stand denn da so schlecht? Clark, ja. Ah, ärgerlich. Und dann ist Falcao halt leider Gottes da. Egal, jetzt irgendwie zurückkommen. Ah, na was? Und da fehlt es wieder an der letzten Bewegung. Die letzte Bewegung hätte noch da sein müssen und dann wäre das Ding, also dann wäre er frei vom Kasten gewesen, aber sie war halt nicht da. Oh, was ist daran denn faul, Alter? Mann! Da köpfe ich ihm genau auf den Fuß. Das ist halt einfach die Chemie. Das sind in den Punkten wirklich die Chemie. Und das ist das 2-0, das ist die Entscheidung, was extrem bitter ist. Und da tue ich mich auch schwer mit. Da wäre ich halt richtig sauer. Das ist halt einfach, da bin ich unzufrieden, weil das Ding musst du nicht so klären. Das ist einfach so. Warum habe ich ja nicht hingedrückt? Ich meine, ich spiele ja nicht absichtlich zum Mitspieler, zum Gegenspieler. Ja, naja. Och, und das ist dann kein Foul. Das verstehe mich nicht falsch, es war kein Foul, aber wenn das vorhin ein Foul war, dann ist das auch ein Foul, und zwar ein klares. Und das erst recht dagegen Navas, was auch nicht gepfiffen wird. Das wird dann wieder gepfiffen. Ich fasse es nicht. Wenn ich den jetzt verschieße, ne, dann, weißt du, da macht Fischer das Tor und dann zählt es nicht, weil angeblich Elfmeter und, oh ne, jetzt, Alter, nein! Gott sei Dank, einfach nur runtergedrückt. Fischer macht nochmal den Anschlusstreffer, der natürlich hochverdient ist. Reichen wird es wohl trotzdem nicht, aber immerhin habe ich getroffen, das reicht mir ja schon mal. Er will Zeitspiel machen und wird bestraft, hoffentlich. Ist ein Foul. Nein, natürlich, das ist wieder kein Foul. Baba, so. Fischer. Mavuba. Na was? Na was? Na was? Nein, Mann! Wieso habe ich so ein Pech? Warum? Warum in Gottes Namen habe ich so ein Pech? Ich habe nicht verdient, so ein Pech zu haben. Ah. 30 Meter Pedro Leon. Ah, vergibt die letzte Chance, vergibt die letzte Chance. Bitter, 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 verdient habe ich die Niederlage nicht. Ich denke mal, ihr habt es gesehen. Ja, im Endeffekt diese zwei dämlichen Gegentore, die niemals hätten fallen müssen. Aber das ist halt so in Liga 1 und damit verlieren wir die erste Challenge, die da hieß die FIFA 16 Pack Challenge in der ersten Liga. Ich hoffe trotzdem, die Episode hat euch gefallen. Ihr seht hier, es war wirklich Liga 1. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Haut rein und ciao.